Was wird euch heute geboten? Erstmal ein bisschen Erdkunde. Was genau? Wir haben ein wenig am Globus gedreht und ein spezielles Land ausgewählt. Hoppla, hoppla. Ihr habt sicherlich erkannt, nicht wahr? Heute geht es um Polen. Wir Deutsche benutzen immer die alte Gebärde für Polen, aber das stimmt nicht mehr. Die richtige Gebärde geht so. Polen. Was bedeutet diese Gebärde? Geduld, im Laufe der Sendung werden wir es euch zeigen. Polen ist unser Nachbarland an der östlichen deutschen Grenze. Polen selbst hat insgesamt 7 Nachbarländer. Das sind Kaliningrad, Litauen, Weißrussland, Ukraine, Slowenien, Tschechien, Deutschland. Polens geografische Lage, es liegt mitten in Europa. Viele denken Polen, das liegt irgendwo in der EU-Ostzone. Ganz so einfach ist das nicht. Östliches Mitteleuropa. Polen ist ein Einheitsstaat, der aus 16 Woiwodschaften besteht. Ist Deutschland also identisch? Auch wir haben 16 Bundesländer. In Polen bedeutet das so wie Verwaltungsbezirke. Das Wort Woiwode bedeutet übersetzt Herzog. Also könnte man wohl auch sagen Herzogtum oder gar Landkreis. Polen hat ca. 38,5 Millionen Einwohner. Und in Deutschland? Hier sind es fast doppelt so viel mit 81,2 Millionen Einwohnern. Das polnische Land hat die Größe von 313.000 Quadratkilometer. Deutschland umfasst ca. 357.000 Quadratkilometer. Wie sieht die Nationalflagge aus? Und wie ihr Landeswappen? Ihre Fahne ist oben weiß und unten rot. Ihr Wappen ist wie bei uns ein Adler. Wie ihr seht, hat Polen nur zusätzlich noch eine goldene Krone. Welches ist Polens Hauptstadt? Warschau. Sie ist die größte Stadt Polens. Darum wurde sie wohl auch zur Hauptstadt. Seit 2004 gehört Polen auch zur Europäischen Union. Außer dass ihre Währung noch nicht der Euro ist, sondern immer noch der polnische Zloty. Genauso wie in Großbritannien sie ihren Pfund haben. Im Nordwesten des Landes herrscht ozeanisches Klima. Das kommt natürlich von der Ostsee. Im südlichen Teil des Landes jedoch herrscht kontinentales Klima. Kontinentales Klima bedeutet, dass es dort starke Temperatur- und Wetterschwankungen gibt. Im Sommer kann es dort sehr heiß werden und im Winter genauso sehr kalt. Das alles bei einer sehr niedrigen Niederschlagsrate. Die Tierarten Polens sind dieselben wie bei uns in Deutschland oder auch den anderen Nachbarländern. Aber Polen hat eine Ausnahme, einen besonderen Hornträger. Und das ist der Wisent, auch bekannt als der europäische Bison. Der Wisent ist dunkelbraun und hat ein längeres Fell auf dem sehr kräftigen Oberkörper.
Die Geschichte beginnt im frühen Mittelalter. Der Stamm der Polanen zog damals umher, bis sie schließlich zu dem Land kamen, welches heute ihr Staat ist. Es gefiel ihnen und sie blieben hier. Aus dem Jahr 966 kommen die ersten historischen Beweise, wie der polnische Herzog Mieszko I. getauft wurde. Damals gab es unzählige Menschen, die an unzählige Götze glaubten. Damit war nun Schluss und die Christianisierung Polens begann. Der Sohn dieses Herzogs wurde der erste König von Polen. Sein Name war Bolesław I., der Tapfere. Er führte viele Kriege und eroberte viel Land. Er nahm sogar Kiew ein. Bolesław führte Kriege, weil er wollte, dass Polen eine Einheit wird, aber genauso wollte er das Christentum verbreiten. Aber er verstarb sehr früh, also kam sein Sohn Mieszko II. An die Macht. Er übernahm dieselben Ziele seines Vaters. Es folgten viele Jahrzehnte von verschiedenen Kriegen. Es war der Grund diesmal, jeder wollte Polen haben. Aber Polen wehrte sich und blieb hart. Polens Herzog Konrad I. von Masowien hatte zur Zeit Ärger mit den Prutzen. Sie griffen ihn und Polen ständig an. Er brauchte Hilfe, wollte sie aber abwehren und sie zum Christentum bekehren. Er schrieb einen Brief an den deutschen Kreuzritter Hermann von Salza. Er und sein Ritterorden waren zufällig lange arbeitslos, deshalb kam ihnen diese Auseinandersetzung entgegen. 1226 wurde deshalb dieses Angebot angenommen. Zu dieser Zeit kam es aber zu den ersten Spannungen zwischen Deutschland und Polen. Leider blieb es viele Jahrhunderte so, doch vorerst mal genug davon. Es folgten 150 Jahre Kriege, Polen wurde ununterbrochen angegriffen. Die verschiedensten Mächte wollten immer wieder die Stadt Krakau erobern. Aber sogar ganz Polen, es war eine überaus grausame Epoche. . 1333 wurde die Hochburg der Marienburg fertiggestellt. Sie liegt 60 Kilometer östlich von Danzig. Sie wurde immer weiter erweitert und ausgebaut. Wer besetzte sie? Ein Deutscher und sein Ritterorden. Die Deutschen mischten sich politisch viel ein, sehr zum Frust des polnischen Königs. . 1364 war der Krakauer Fürstentag.
Es waren 5 europäische Könige anwesend und ebenso unzählige Fürsten, wie zum Beispiel Polens König Kasimir der Große. Der deutsche Kaiser Karl IV. Dann König Ludwig von Ungarn. Und unzählige andere. Was war der Anlass? König Karl heiratete die Enkelin des polnischen Königs. Das wurde bei einem aufwendigen Festbankett gefeiert. Natürlich treffen sich solche Menschen nicht nur zum Feiern, sondern man diskutiert auch über Politik und Wirtschaft. Darum begann wohl auch kurze Zeit später das Land Polen überall aufzublühen. Der Wohlstand war ins Land gekommen. Ab 1377 wurde Wladislaw II. Der König von Polen und gründete die Polnisch-Litauische Union. Seit Jahrhunderten gab es Spannungen zwischen den deutschen Rittern und Litauen. Am 15. Juli 1410 kam es dann zur großen Entscheidungsschlacht in Grunwald. Das Heer des deutschen Großmeisters Ulrich von Jungingen und das Heer von Wladislaw II. Trafen an diesem Tag aufeinander. Wer gewann diesen Krieg? Der deutsche Orden wurde zerschlagen. Von nun an begann ein neuer Aufstieg Polens. Zwischen den Jahren 1400 und 1500. Ein Jahrhundert herrschte Wohlstand und breitete sich aus. Polen hatte sich zu einer europäischen Großmacht entwickelt. Nikolaus Kopernikus war ein polnischer Astronom. Die Menschen glaubten bis zu dieser Zeit, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei. Sonne wie Mond kreisten um die Erde. Kopernikus bewies das Gegenteil. Die Sonne ist der Mittelpunkt und die Erde kreist um sie herum. Es folgte das 15. bis 16. Jahrhundert, ein weiteres goldenes Jahrhundert der Kunst, Literatur und Wissenschaft, verbreitet auch durch die Krakauer Universität. Sechzehnhundertneunzehn marschierte Russland ins Land ein und eroberte einige östliche Gebiete.
1683 kamen die Türken. Deutschland und Polen kämpften zusammen gegen das Osmanische Reich. Die Schlacht beim Kahlenberg. Ende des 18. Jahrhunderts ging Polens Wohlstand zu Ende und es kam die Dreiteilung Polens. Dreiteilung? Das Land Polen gab es nicht mehr. Man lebte unter der Diktatur von drei Ländern. Das waren Preußen, Russland und Österreich. Wie ich es bereits sagte, Polen verschwand von allen Landkarten. Und das war auch mit der Sprache und der Kultur? Wie konnte die Identität Polens da überleben? Mit Hilfe einer Untergrundbewegung. Das war alles streng geheim und natürlich verboten. Wer erwischt wurde, wurde strafrechtlich verfolgt. Zu dieser Zeit wurde deshalb ein Mann sehr berühmt, Józef Wybicki. Warum? Weil er im Jahre 1797 ein Lied schrieb mit dem Titel Noch ist Polen nicht verloren. Dieses Lied ist seit 1927 die Nationalhymne Polens. Die Untergrundpatrioten Polens starteten den Großangriff mit einem Aufstand gegen Preußen. 1830 begann der Novemberaufstand gegen die Teilung und so gingen Russland und Polen in den Krieg. Neunzehnhundertachtzehn hatte Polen Erfolg mit den Friedensverträgen von Versailles. Polen war wieder unabhängig und die Freude war groß. Doch die Freude war nur kurz, denn die Sowjets marschierten erneut in Polen ein und übernahmen das ganze Land. Dann marschierte das Deutsche Reich in Polen ein und der Zweite Weltkrieg nahm seinen Lauf. Es begann auch der Holocaust gegen viele jüdische Polen und das ganze Volk war im eigenen Land versklavt. Die Übermacht des Deutschen Reichs wurde von den Polen auch mit Hilfe der Russen energisch bekämpft.
Und sie hatten es geschafft. Polen wurde befreit. Das Deutsche Reich ging komplett unter. Ab 1952 allerdings wurde das Land zur Volksrepublik Polen und musste unter den Sowjets und den Sozialismus leben. Und auch die geografische Lage Polens erneuerte sich. Nach dem Krieg 1945 wurde das komplette Land in westlicher Richtung verschoben. Im Jahr 1980 kam es zur ersten politischen Wende, provoziert durch die Gewerkschaft Solidarność. Sie sorgte für große Unruhen. Die polnischen Arbeiter der Streikbewegung forderten den Rückzug der Sowjets. Erst 1989 kam es schließlich zum Erfolg für die unabhängige, selbstverwaltete Gewerkschaft Solidarność. Von da an baute Polen sich sein eigenes Land wieder auf. Ab 2004 wurde Polen Mitglied in der Europäischen Union und wurde eine Wirtschaftsgröße in Mitteleuropa. So, das war's. Ihr habt also eben die historische Geschichte Polens gesehen. Das Land war echt arm dran. Jetzt versteht ihr auch die Gebärde für Polen besser, von Erobern hin und her gerissen. Mal waren sie riesig, mal waren sie winzig, mal existierten sie gar nicht mehr, mal standen sie unter fremder Diktatur. Sie hielten durch. Polens Sprache und Kultur hätte auch komplett verschwinden können. Wir bewundern sie heute dafür. Sie haben ihre Sprache und Kultur gerettet. Unerschütterlich. Heute ist Polen das sechstgrößte Land Europas und zählt zu den 22. wohlhabendsten Ländern der Erde. So. Das war also Polen in der Weltgeschichte. Dieses Land trägt bis heute viel zum Kulturerbe bei. Sie sind sehr gute Naturwissenschaftler, Mathematiker, schenken uns Literatur, Filme und Musik. Habt ihr euch auch nicht gewundert, wieso rede ich dauernd über Polen? Warum? Warum wir dieses Thema wählten? Ganz einfach, der nächste Film ist von Rob Roy. Er machte sein Debüt mit einer kleinen GoPro-Kamera und drehte seinen ersten Film überhaupt. Die Filmqualität ist leider nicht so gut, aber Rob wollte ihn euch trotzdem zeigen. Er handelt von Polen.
Logisch. Er ist der berühmteste gehörlose Globetrotter. Viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. Hallo, was sehen wir heute? Mein ersten Trip nach Polen. Genauer in die Stadt Warsaw, Warschau. Das ist Englisch, auf Polnisch heißt es Warszawa. Womit ich gefilmt habe? Mit einer kleinen GoPro. Sie war meistens auf meinem Kopf befestigt. Das war meine erste Erfahrung überhaupt mit einer Filmkamera. Deshalb Entschuldigung bitte. Das Bild ist schlecht geworden. Auch hat es ununterbrochen geregnet und das Objektiv war nass. Das Bild ist also schlecht zu erkennen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Puh, ich bin vor kurzem erst aufgewacht. Nun bin ich aber wirklich spät dran. Ich bin hier gerade in Berlin und fahre jetzt mit dem nächsten Zug nach Warschau. In Polen. Ich werde also ab jetzt alles live einfangen, was ich so alles in Polen erleben werde. Also alles, was ich sehe, seht ihr auch. Ich sitze also nun im Zug nach Polen, aber was mache ich denn dort? Ich treffe dort eine Organisation von Gehörlosen. Diese Gruppe nennt sich INSPAL. Wer sind die? Das sind eine Gruppe von Menschen, die eine Menge Kulturprogramme organisieren. Das ganze Jahr über laden sie zu Events ein. Sie laden internationale taube Schauspieler ein, die dann dort auftreten und Vorträge halten oder Workshops geben. Sehr verschieden. Steht ein Termin, holen sie das Publikum aus dem ganzen Land. So arbeitet das Team. So, jetzt komme ich gerade in Warschau an und muss die tauben Leute dort erst einmal finden. So, nun bin ich hier im Warschauer Hotel. Nee, kein Hotel, sondern ein Hostel. Hier ist es wirklich sehr schön.
Als ich hier reinkam, entdeckte ich eine Weltkarte. Die ist voller Stecknadeln. Jeder Gast, der hier schläft, darf seinen Heimatort mit einer Nadel markieren. Bei so vielen internationalen Besuchern ist die Landkarte schon voll. Wow, ein interessanter Spruch. Er bedeutet für mich, du kannst anziehen, was du willst, egal ob hübsch oder hässlich. Spielt alles keine Rolle, doch das Schönste wäre, wenn du lächelnd dich anziehst. Beautiful. Ich gehe dann mal gleich in die Innenstadt und schaue mir an, was sie dort zu bieten hat. Guten Appetit. Oh, polnische Esskultur. Klar, was sonst? Lecker. Wirklich. Ich danke euch. Wie heißt du? Marek Smietana aus Warschau. Kultur- und Wissenschaftspalast Warschau. Dieser Kulturpalast ist eines der Wahrzeichen Warschaus. Das Bauwerk war ein Geschenk der Sowjetunion an Polen. Die Polen entzückt, man bedankte sich überschwänglich. Doch dann sagten die Sowjets, aber wir bauen euch dieses Gebäude, aber als Gegenleistung übernehmen wir euer Land. Und die Polen, die nahmen es stumm hin. Die Idee für dieses Gebäude soll Josef Stalin selbst gehabt haben. Er soll das Design entworfen haben und wurde dann genau so das Haus gebaut. Es wurde 1952 begonnen zu bauen und war 1955, also nach 3 Jahren, fertig. Der Legende nach soll es ein Jahr später einen französischen Tourist gegeben haben, der dort vom Turm gesprungen ist. Das haben dann unzählige Menschen nachgemacht bis in den 70er Jahren. Deshalb wurde der Schutzraum um den Turm gebaut. Während des Krieges, wie hieß der noch? Dem Warschauer Krieg wurden Kinder als Soldaten rekrutiert. Und dieses Mahnmal ehrt diese Kinder. Das Symbol von Warschau, eine Meerjungfrau. Dort siehst du die Statue. Sie ist identisch mit der Meerjungfrau aus Dänemark. Das ist ein Zusammenhang. Der alten Legende nach traf ein dänischer Fischer namens Wars eine polnische Meerjungfrau namens Zawa. Der Fischer Wars heiratete die Meerjungfrau Zawa. Zusammen wurden sie zu Warzawa, also Warschau.
Dort steht, bitte nicht sitzen. Diese Statue ehrt Nikolaus Kopernikus. Im Mittelalter dachten die Menschen, die Sonne kreist um die Erde, und er bewies das Gegenteil. Die Sonne ist das Zentrum und wir umkreisen sie. Früher dachten auch viele Menschen, die Erde wäre flach. Er und seine Forschung versuchten, den Menschen klarzumachen, dass die Erde rund ist. Die Leute glaubten ihm nicht. Sie dachten, er spinnt, doch er blieb dabei. Viele Menschen denken, dass Kopernikus der erste Entdecker dieser Theorie war, dass die Welt keine Scheibe ist. Aber das stimmt nicht ganz. Die Theorie ist in Wirklichkeit 2000 Jahre älter. Der griechische Philosoph hatte dies bereits niedergeschrieben. Und wie kam er zu dieser Einsicht? Natürlich durch die Mondfinsternisse. Sie erkannten das sofort ohne Mühe. Dies ist der Priester Jakub Falkowski. Er arbeitete da drüben in der Kirche. Er arbeitete dort und traf hier auf der Straße oft Gehörlose. Er wollte helfen. Dort traf er auch den Pionier Apé Lepé. Jakub Falkowski gab uns die Gebärdensprache und gründete für uns diese Schule. Es war die erste Gehörlosenschule in Polen. Früher hieß sie Gehörlosenschule. Dann war sie eine Schule auch für Blinde. Typisch Kommunismus. Später bekamen die Blinden ihre eigene Schule und seitdem heißt sie Falkowski-Schule, aus Dankbarkeit. Die Gebäude links und rechts sind Internate. Links schlafen die Mädchen, rechts die Jungen. Das in der Mitte ist die Schule. Im Hinterhof gibt es einen Fußballplatz, eine Hobbygärtnerei und rechtsrum ist ein Kindergarten. Jetzt fahren wir ins Theater. Hi, ich bin die Organisatorin. Hi, ich bin Pauline. Ich kann nicht so gut internationale Gebärden. Hier verbringe ich den heutigen Abend. In einer Stunde beginnt meine Show.
Am nächsten Tag, am Sonntagmorgen, ging es weiter. Was haben wir gemacht? Komm, schaut selbst. Hallo, Rob. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir starten einen Workshop für Mimik und Körpersprache. Falsch, in diesem Workshop lernen wir Rob zu imitieren. Wir sind dann die Robs-Klone, Rob 1, Rob 2, Rob 3. Die polnische Gebärdensprache heißt Polski Jelski Migowi. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Schwarz, Weiß. Grau, rosa, lila, Regenbogen. Ja, nein, natürlich. Das ist lustig. Das ist nicht lustig. Interessant. Ich bin stolz. Ich bin besorgt. Ich bin traurig. Ich bin betroffen. Wunderschön. Hässlich. Gut. Schrecklich. Verstanden, nicht verstanden. Bitte, danke. Guten Morgen. Gute Nacht. Schlaft gut, träumt süß. Wie geht's? Mir geht's gut. Bist du okay? Bist du okay? Du fühlst dich wie? Mir geht's prima. Mir geht's nicht gut. Ich fühle mich krank. Hotel, Restaurant, Kneipe, Flughafen, Hauptbahnhof, Schule, Universität. Ich habe Hunger und möchte essen. Pizza, Nudeln, Hamburger, Kebab, Fleisch, Fisch, vegetarisch. Salat. Ich bin durstig und möchte trinken. Bier, Wein, Wodka, Whisky, Rum, Cocktail, Kaffee, Tee, Wasser, Limonade, Kaffee. Guten Appetit. Prost. Das ist köstlich. Schön, dich kennenzulernen. Dankeschön. Für dich gern geschehen. Ich mag dich. Ich liebe dich. Ich sage lebe wohl. Tschüss. Tschüss. Ich danke auch.
Ich verabschiedete mich vom gesamten Inspired-Team. Ich verlasse nun Warschau. Nochmals lieben Dank für alles. Nochmal danke für all eure Gebärdennamen. Ihr wart alle sehr nett zu mir, habt mich herumgeführt, ich hatte Spaß. Meine Show verlief genauso positiv und mein Workshop auch. Bye bye Polen, aber nicht für immer. Ich habe das Gefühl, wir werden uns bald wiedersehen. Das Inspire-Team macht also solches Programm jeden Monat, das ganze Jahr über. Eingeladen werden gehörlose Promis wie zum Beispiel Entertainer, Buchvorlesungen, Leute, die Vorträge halten. Workshops in den Bereichen Schauspiel, Film, Tanz, Poesie und andere. Was ihr eben gesehen habt, das war der erste Teil meiner Polen-Erlebnisse. Es hat mein Herz bereichert und ich hatte viel Freude und es war sehr schön. Aber in unserer nächsten Sendung wird das anders sein. Der zweite Teil meiner Erlebnisse lastet schwer. Da sah ich die dunkelste und ernste Seite der Epoche in der polnischen Geschichte. Und zwar Auschwitz, das berühmteste und größte Konzentrationslager der Nazis. Denkt also daran, unsere nächste Folge dürft ihr nicht verpassen. Wir sehen uns nächste Woche. Bye bye.